Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ist denn die... Ja, die ist auch da. Die, die Framerate ist auch da. Hat mich gerade gewundert. Na okay, so, alle sind da und dann können wir anfangen. Ich habe gerade noch bemerkt, das will ich jetzt gleich noch ändern, gerade noch mal eben ins Inventar geschaut. Ich habe ein paar Werkbänke zu... Moment, ein paar Werkbänke zu viel da. Hier, eine genügt. Und der Rest... Kommt der da? Ah ja, da oben waren Kisten. Okay. Dann... Ja, habe ich die Werkbänke weg. Was machen wir denn noch? Ich schau mal eben... da drin. Also ich stehe jetzt hier im Lager, weil ich hier noch die Sachen weggeräumt habe. Die sind jetzt ja auch alle weg. Auch hier sollte leer sein, genau. Aufgehört, glaube ich, haben wir letztes Mal in der Hütte da an der Talantenne. Boah, das, die letzte Aufnahme ist für mich immer auch schon wieder ein paar Tage her. Jetzt eine falsche Taste. Schauen wir mal rum, wie es denn da aussieht. Ja, okay. Dann schauen wir erstmal dahin. So, da wollte ich... Ah, genau, ja, da geht's weiter mit Glas setzen. Okay. Ja. Ach, da wollte ich mir auch noch überlegen, was ich da an der Seite hin mache. Dann hier noch so zusätzliche Stützen. Ja, genau. Das habe ich aber nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Deswegen würde ich gerne da heute nicht weitermachen. Dagegen viel mehr... Moment mal, das hier... Ja, ja, genau. Das da. An mein neues Spielzeug kann ich mich noch erinnern. Ja, sehr schön. Aber sprengen war hier auf der Leertaste. Ja, ich spiele immer noch viel CSGO. Beziehungsweise jetzt auch vermehrt PUBG. Und da habe ich die Sprengen-Funktion auf einer anderen Taste, ja. Auf dem E. Nämlich E, was hier Inventar ist. So, ja, genau. Also da drüben. Ach komm, ich habe Lust, da abzubauen hier. Komm, jetzt, wenn ich schon da bin. Moment mal, ich habe ja mein Spielzeug. Da kann ich ja, hui, da runter springen. Und dann da unten weiterlaufen. Ach, und dann kann ich mal den Sand da wegmachen. So, wenn ich da drauf lande... Nö, dann bleibt er da. Ich esse mal eben. Wenn ich aber da drauf schlage... Nö, dann geht er auch nicht weg. Okay, da muss ich was wegschaufeln oder... Ja, doch, wegschaufeln. Ja, ja, da fällt alles runter. Okay, so, damit hätten wir das Ding jetzt auch endlich mal weg hier. Ja, also ja, genau, ich habe eine Idee. Ich fange jetzt hier an und mach da... Achso, Moment. Da. Andere Schaufel. Nämlich diese hier. Nein, ich muss ja auch überwechseln. Hier, so. Und während ich da Sand und Sandstein wegmache, kann ich ja noch was erzählen. Nämlich hatte ich ja letztes Mal in der letzten Aufnahme schon davon gesprochen, dass ich die Idee hatte, hier mal so ein bisschen Abwechslung noch reinzubringen und mal neue, andere Baustellen anzufangen. Oder zumindest erstmal eine. Und ich habe beschlossen, dass ich das auch machen werde. Mann, ist das alles so durcheinander hier. Aber es ist sinnvoll, erstmal den Sand wegzumachen. So, und zwar, ein ganz schönes Projekt, was ich auch schon länger mal vorhabe. Aber das ist ein schönes Projekt, weil man da immer so viele kleine Sachen machen kann. So, das lasse ich erstmal hier. Da kann man mal hingehen, mal eine Sache machen und dann wieder weggehen. Und dann ist es auch wieder gut. Und dann zwischen, also... in der Hauptsache was anderes machen und zwischendurch dann eben mal da wieder hin. Ich will jetzt noch nicht erklären, was es ist. Ja, doch, kann ich eigentlich, denn das ist eigentlich der Zweck dessen, warum ich jetzt hier doch hier erst mit dem Sand angefangen habe. Und da will ich in dieser Aufnahme dann noch hin. Mal schauen jetzt, in welcher Folge das sein wird. Jetzt die erste Folge werden wir jetzt hier noch mit Buddeln beschäftigt sein. Apropos Buddeln, ich werde jetzt mal hier das da nehmen und dann mal hier anfangen. Hier... Ja, doch, ich kann ruhig noch... ich kann ruhig noch da vorne anfangen. So, ja doch, das sollte wohl passen. Sand eben noch weg. Da noch ein bisschen Überstand. Vorne wird es dann natürlich etwas schwieriger, weil da noch mehr übersteht. Ah, fängt hier schon an. Ja gut, also Projekt, das was ich mir vorgenommen habe, das ist, wenn wir jetzt, von wo aus ist, ich glaube direkt hier in diese Richtung nach Süden, ja doch nach Süden ist das, bis nach Oberklein-Wieselberg und da, ja nee, nicht darüber hinaus, stimmt, nicht darüber hinaus, sondern bis dahin und dann aber nach links wenden,
Jetzt, wenn ich nach Süden laufe, mich dann nach links wende, wende ich mich nach Osten. Also geht's nach Osten. Jetzt siehst du noch was. Achso, ich kann jetzt einfach dank des... Da, sehr gut. Dank meines neuen Spielzeuges kann ich das ja einfach so machen. So, da ist ein Meer. Und in diesem Meer ist nicht nur Wasser, sondern auch... Da sind auch ein paar Inseln drin. Und um die geht's mir. Da will ich gerne mit dem Boot hinfahren. Also wie gesagt, eine Idee, die schon sehr alt ist. Da will ich gerne dann mit dem Boot hinfahren und auf diesen Inseln irgendwie so Monumente bauen. So, was weiß ich, Säulen oder Ruinen oder so etwas. So, als wäre da mal eine Kultur, eine Zivilisation gewesen, die da so Gebetsstätten oder was auch immer da gemacht hat. Und sowas will ich da gerne machen. Und dann auf jede Insel eben etwas. So, so, passt das? Ja, genau. Auf jede Insel etwas. Und, ja, das kann man immer wieder hin. Von einer Insel zur anderen. Dann mal eins fertig machen. Dann muss ja nicht viel sein, ne? Muss ja nichts Großes sein. Wird es ja auch nicht. Ist das okay so? Hm. Ich mach das auch weg hier. So, einfach mal die ganze Ecke da wegmachen. Was wollte ich jetzt sagen? Oh, das war ja schon viel zu weit. Habe ich da jetzt was weggemacht? Was weiß es? 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Nö, da ist kein Dreier da. Nee, dann ist das alles gut. Dann kann ich ja gleich mal wieder Bruchstein hinsetzen, denn der muss ja da unten sowieso hin. Ja, okay. Es wird dunkel. Und ich habe Hunger. So, ja, also zurück zur Idee. Das ist eben die Idee. Wie das Ganze dann aussehen soll, so konkret, weiß ich... Wo ist ein Elefant? Ah, da. Weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir dann immer so ganz kurzfristig. Wie viel Energie haben wir denn überhaupt noch? Da muss ich... Ja, okay, ein Drittel ungefähr noch. 9, nee, 10,3 von 30. Ja, genau, das ist ungefähr ein Drittel. Oh ja, essen. Und hinlegen auch noch. Ja, dann lege ich mich gleich mal hin. Ich habe ja ein Bett mit. So, nein, halt. Ist verkehrt. Das ist die Tabulator-Taste. Hier, da ist das Bett. Das ist das Inventar in PUBG. Da komme ich immer ein bisschen durcheinander jetzt. Aber ist ja nicht schlimm. Solange ich in Minecraft ein bisschen durcheinander komme, macht das ja nichts. Da bedrängt mich ja niemand. Da ist keine Gefahr. Oder eigentlich ja nicht. So, dann werde ich also nachher gleich noch ein paar Materialien einsammeln. Ach, ich wollte eigentlich noch zum Kreisdorf auch gehen, ne? Und nochmal schauen, was wir da alles zu tun haben. Aber das weiß ich ja noch. In der Dingsbums im Haus vom Künstler ist noch ein bisschen was zu tun. Die Einrichtung. So, da haben wir noch den hier, den Kies. Ich lasse den Kies mal hier da so drin. So. Ja, vom Künstler haben wir noch die Wohnungseinrichtung und nochmal in der Werkstatt. Oder in der Dings eben. Im Lager. Ach ja, und oben den Atelierbereich müssen wir auch noch machen. Ja, gut, also da haben wir noch was zu tun. Kriegen wir aber auch noch hin. Alles der Reihe nach. So, aber eben mal so ein bisschen Abwechslung zu haben, das ist für euch sicherlich ganz interessant und für mich ist es auch schöner. Und auch eben mal wieder ein bisschen grün sehen. Also gut, auf dem Meer ist jetzt nicht so viel grün, auf den Inseln schon eher, aber einfach mal was anderes sehen und nicht immer nur dieses Sandgelände hier. Also mich zumindest geht das so. Also ich bin gerne im Grünen. Nicht nur in Minecraft, auch im echten Leben. So Sandzeuge. Nee, ist nicht mein Fall. So, das kann weg. Das. Ja, dieses löchrige Gelände hier ist immer etwas schwieriger. Aber ist egal, mit diesem Werkzeug, das ich hier habe. Geht auch das sehr gut weg. Ach, da ist wieder Kies.
Vielleicht sollte ich das doch hier einfach so in großen Stücken wegmachen. So, ein bisschen zu viel gemacht, aber ist egal. Dann kann ich ja nach oben gehen. So, und hier weitermachen. So, dann eine Schicht tiefer, also eine Dreierschicht, eine Arbeitsschicht tiefer. Oh, da ist eine Lücke im Boden. Da habe ich wieder Grund unter mir, ja. Es ist nur eine Zweierhöhe hier. Ah, da hört das auch wieder auf, okay. Ja, gut. Dann mache ich eben einfach mal hier weiter. So, da noch. Ja, muss noch mehr. Das weg. Noch ein bisschen. Ne, das war zu hoch. Da, da. Ja, das war eine andere Region. Muss ja dann sowieso noch mal irgendwann. Okay, so, das haben wir hier. Dann sammle ich mal die Sachen da noch rein. Ah ja, da ist noch was übrig geblieben. Moment mal. Dann will ich doch gleich mal hier weitermachen. Also diese löchrigen Sachen da, die sind echt nicht schön zum Abbauen. Ich meine, sie müssen weg. Ich mache sie auch weg. Aber schön ist das nicht. Einfach so alles, wenn alles massiv wäre, könnte man einfach so durchrauschen und dann geht alles weg. Naja, aber was soll's. Ist nun mal da. Muss weg, da muss auch noch mehr weg. Okay, eingesammelt habe ich auch. Dann kann ich wieder. Ah, da vorne steht noch so eine Wand. Ja, aber die kann. Ja, ja, doch, das kann erstmal da bleiben. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, dann bleibe ich mal hier und. Ja, und essen. So. Erstmal hier ein bisschen durchdengeln. Da mal was Gerades schaffen. Das kann ich ja hier noch auf jeden Fall noch machen, ja genau. Aber bis hier reicht das eigentlich. Ja, also wie wollen wir das denn hier machen? Ja, das muss jetzt noch nicht zugeschützt werden. Es muss ja noch zugeschützt werden, weil es einfach stört. Aber muss ja nicht jetzt sein. Da war noch ein bisschen Sand. Weg damit. So. Ja. Gehe ich mal da hin. Mach hier weiter. Ja, komme ich wieder als höher. So. Passt das hier schon so? Ja. Aber ich könnte auch hier diese Ecke da wegmachen. Das ist auch ein bisschen noch zu viel hier. So. Genau. Aber jetzt nicht zu tief wie vorhin. Ja, ein bisschen noch. Noch eins. Ja, genau, so. Das kann auch eben weg. Ja, das, die Feinarbeit mache ich dann eben, wenn die nächsten Kreise kommen. Da muss ich dann da noch ein bisschen was wegmachen. Was sind da eigentlich das hier? Eine Höhle. Oh, da geht's nach unten. Komm, wir erkunden mal eine Höhle. Ja, da waren mal Spinnen. Oh, da geht's noch weiter nach unten. Und da. Ah ja, da führt das wieder zusammen hier. Da auch noch Spinnweben. Die ist richtig lang. Na, wie viel hält der denn aus?
Ah ne, da ist zu Ende. Oh, da ist, da schließt eine Mine an hier. Wie man sieht auf der Minikarte. Aha. Gut. Da will ich jetzt aber nicht hin. Naja gut, haben wir eine kleine Höhle erkundet. Ja, was heißt klein? So klein ist die gar nicht. Jetzt muss ich nur wieder rauskommen. Oh, wen haben wir denn da oben? Tut mir leid. Du verwandelst dich nur wieder in einen Werwolf. Also hier unten ist mir das ja eigentlich egal, aber... Nö, muss nicht sein. Da ist Spinnenseide. Ich sammle die mal ein. Denn ich glaube, Spinnenseide... Achso, das war's hier. Falscher Weg. Spinnenseide ist etwas, was ich... Nee, das muss ich doch auch herstellen können, oder? Ich muss irgendwas essen. Wo muss ich jetzt hin? Hier doch lang? Nö, hier hört... Naja, das müsste über mir, unter mir weitergehen. Da komme ich doch gerade her. Da muss es ja irgendwie hier weitergehen. Ich höre das den Elefanten. Nee, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Guck mal, da draußen, da sieht man doch hier die... Die Talantenne oder den Ground. Vielleicht muss ich da hoch irgendwie. Ah, doch da. Ja, genau, da. Da sehe ich doch Tageslicht. Da komme ich wieder raus. Ja, da bin ich wieder draußen. Okay, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Wir müssen jetzt wieder da lang.